Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Forest Village. Oh, ich mach mal hier. So, lass mal weiterlaufen. Neue Aufnahmesession. Ich muss mal wieder reinkommen. Ja, im Herbst. Die Felder sind abgeerntet, ne? Hier haben wir gerade nichts am Produzieren. Wir haben ja ein bisschen was. Hier die Felder haben wir auch. Wir wollten eventuell demnächst... Wir gucken mal, wie es mit dem Winter aussieht. Wir wollten ja eventuell ein neues Haus bauen. Hier. Gehen mal auf 5. Nahrungsreserven sind niedrig. Das ist voll und ganz gelogen. Wenn du hinguckst, ne, also die Nahrungsreserven sind echt gut. Niedrig ist das nicht. Darf ich mal? Warte, du. Ach, Mist. Haha. Guckt mal. Oh, die Kaninchen. Oh, sind das viele vor allen Dingen jetzt richtig. Ach, ist das cool. Und es regnet. Ach, sieht ja schön aus, wenn wir hier. Stimmt, wir sind ja... Wir wollten die Minen bauen. Richtig, wir wollten jetzt im Winter die Minen bauen. Ich erinnere mich. Wie sind die Verteilung? Wir haben 4, die gerade nichts machen. 2 Bauarbeiter. Ich muss mal wieder reinkommen. 3 Jäger. Ist immer gut. 2, die beim Obst noch sind. Einer, der noch aberntet hier. Richtig. Was haben wir hier oben? Noch ein Forsthaus. Ist das jetzt fertig? Hier können wir dann noch... Wir brauchen Stein. Die haben die Eisenbahn. Hier wurde noch angebaut, aber das lassen wir. Aber jetzt ist es schon kalt. Zu kalt. Zum Anbau. Der soll noch abernten hier. Ein bisschen Gemüse. Ich hätte es mir jetzt mehr reinsetzen können, aber ich glaube, das geht nicht. Das ist auch fast fertig. Wir brauchen noch ein paar Baueinheiten. Genau, baut das mal schnell fertig. Dann haben wir nämlich endlich einen Steinvorrat. Warte mal, ich nehme mal das Mikro noch ein bisschen zu mir. So. Da ja die Musik, wie gesagt, ein bisschen laut ist immer. Ich die aber noch nicht wirklich einstellen kann. Oh, der Baum hier ist aber gut. Der ist gewachsen. Der passt gut hin. Der Baum passt gut. War der schon letztens? Das ist mir gar nicht aufgefallen. War der schon letztens? Gestorben ist so auch noch niemand. Das ist eigentlich super. Wir haben eine super Bilanz. Das müssen wir dann. Wir haben 14 Steine. Ist das fertig? Nee, noch nicht. Noch nicht ganz fertig. Pass fein auf die Hühnchen auf. Wehe, da stirbt eins. Das waren 7. Das 17 wollte ich sagen. Das waren 11 Stück, gell? Was wollte ich? Ich glaube, es waren 11, ne? Ich weiß nicht. Wie war denn die letzte Aufnahme? Ich sollte mir, wenn ich lange nicht mehr gespielt habe, vielleicht immer noch mal die vorherige Aufnahme angucken. Damit ich so ein bisschen weiß, wo wir noch waren. Du musst ernten, Junge. Ernte schneller. Sag ich dir mal. Viel schneller. Ja, Herbst. Jahr 4. Erstmal sind die Minen jetzt dran. Die sind wichtig, die brauchen wir. Dann haben wir auch Stein. Das soll jetzt aber gleich fertig sein. Und... Badaboom. Jetzt tun wir mal hier 2 Leute reinschicken. Können mal. Ne? Das passt schon. Hier. Das erlauben wir jetzt auch. Wir haben jetzt ein bisschen Stein. Das sollte eigentlich reichen. Ein bisschen Stein, ein bisschen Holz. Der Brunnen ist natürlich für hier. Zum Bewässern. Ne? Sollte es mal nicht regnen, dass die direkt zum Wasser holen können. Dafür ist das. Oh, jetzt schneit es schon. Jetzt geht es schon los. Ich werde mal noch in Jägerfleisch reinsetzen. Hier mache ich ihn raus. Der kann jetzt auch raus. Das Feld ist leer. Ich überlege gerade, machen wir hier noch 2 Fischer rein. Sollen wir noch ein bisschen Fisch kriegen. Obst wird gut gegessen. Es wurde gerade rausgenommen.
Kann man sich die Steinmine angucken hier? Ja, das ist ein bisschen Stein da. Sehr schön. Dann machen wir das nämlich immer so. Im Winter schickt man dann die Leute, die auf dem Feld arbeiten, in die Minen. Ne? Die holen dann halt Stein und Co. Wir haben leider nicht genug. Wir brauchen wieder hier 500... Oh, wieder 500 Holz, ey. Das ist ja übel. Der Brunnen ist auch fertig. Gut. Dann würde ich sogar sagen... Hier, die Forsthütte noch. In Woodcutter haben wir. Okay, würde ich jetzt die zwei Leute, die würde ich dann noch fürs Zimmer. Oh, da ist ein Wolf. Was macht die da? Der Wolf kommt aber mir bedrohlich nahe an unsere Felder. Na, fehlt bloß noch ein bisschen Stein. Schon so gut wie fertig. Was haben wir hier? Hier haben wir die Lehmmine. Hier haben wir noch die Apotheke. Die können wir auch mal bauen. 40 Eisen hätten wir. Holz, ja gut. Und haben wir ziemlich viel Stein. Na, Flachs können wir lassen. Kartoffeln. Hat man hier noch irgendwo Gras angebaut? Hier Gras. Wir lassen es mal. Ah, es wird schon zusammengebaut. Sehr gut. Dann können wir gleich nochmal die zwei Leute, würde ich sagen, gleich mit einsetzen als Förster. Ne? Das sind Wölfchen, bevor das dann nicht angreift. Es gab wieder ein paar kleinere Updates. Auch nur ein paar kleine, so Bugfix und so, ne? Und die Entwickler sind hinterher. Das finde ich sehr schön. So. Na, die können fällen und auch anpflanzen. Hier drüben auch. Oh. Ja, die dürfen auch wieder fällen nun. Hier können wir ja ruhig ihn wegnehmen. Den hier können wir eigentlich auch wegnehmen derweil. Ich überlege, ob wir wirklich noch. Ob wir noch ein Wohnhaus bauen. Ob wir uns mehr Leute herzuholen. Ich meine, wir haben jetzt Winter. Winterbeginn, na gut, Winterbeginn. Wie viel passen in so großes rein? In das passen jetzt 5, 6 rein. Heißt, in das normale würden 4 reinpassen? 4 in etwa? Ne, hier passen 4 so erweitert rein, das heißt 3. Naja, also würden, ich sag mal hier 4, 5. 4 bis 5 neue Leute. Könnten wir die mit versorgen? Gänge das? Wäre das in unserem Bereich des Möglichen? Wir haben jetzt Winterbeginn und es sieht so aus. Also ich denke, es wäre nicht schlecht. Ich kann es aber nicht genau sagen. Und ja, es tut mir leid, dass vorher so abrupt zu Ende war. Das Spiel ist abgestürzt. Und ihr seht schon, es hat uns ja ein Stück zurückgeworfen. 2 Minuten fehlen sogar in der Aufnahme. Ich mache jetzt mal 10 Minuten, also 10-facher Vorlauf. Das Lustige war, wo es jetzt abgestürzt ist, es kam nicht mal eine Fehlermeldung. Also nach dem Update jetzt, es stürzt dann, also schließt sich einfach. Ohne Fehlermeldung einfach close. Ich mache jetzt mal Zähne und bewege mich jetzt mal nicht. Ich will wieder auf die, ne, die 8 Minuten kommen. Also 4 Minuten müssten wir uns einfach noch laufen lassen, theoretisch. Dann müssten wir an dem Stand sein, den wir vor uns hatten. Dass das fertig ist wenigstens. Dann packen wir 2 rein, so in etwa warmer, ne? Verblieben. Das ist natürlich doof, ne? Aber dagegen kann man nichts machen. Dagegen kann man nichts machen. Es ist halt Early Access. Das ist natürlich blöd. Ich könnte dann gleich mal speichern, wenn wir so in etwa wieder in dem Bereich sind, wo wir jetzt von der Zeit her waren. Wir waren im Winter. Wenn wir wieder in dem Bereich sind, dann werde ich mal speichern direkt. Und dann hoffen wir mal, dass es nicht immer mal schließt wieder. Ich bewege jetzt auch nicht die Kamera, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn du zu schnell irgendwie die Kamera bewegst oder zu viel sehen willst, zu schnell, dann ist vorbei. Okay, hier. Kann man einen rausnehmen.
Ich habe noch irgendwann die Jäger reingemacht gehabt, das weiß ich. Ganz zum Schluss, 2 Minuten der vorherigen Aufnahme fehlen leider. Die konnten nicht gerettet werden, was sehr schlecht ist. Aber hier auf dem Feld war nämlich ein Bär zu sehen. Ziemlich nah an unserem, ne? Die Tiere kommen nicht wieder näher. Und da habe ich jetzt, ich setze jetzt gleich mal hier 2 Jäger ein, also 4 Jäger insgesamt, 2 in jeder Hütte. Ne? Die können wir jetzt auch rausmachen hier. Und das hier. Das hatte ich angefangen zu bauen. Das war ja schon fertig. Das machen wir gleich noch. Ich bewege mich jetzt auch, wie gesagt, nicht. Wir lassen uns jetzt bauen. Oh, den Brunnen hat man gebaut. Spätherbst, okay. Jetzt wird's weiß. Und es wäre der Weiß. Steinbruchbergwerk fertig getötet. Juhu. Da sind noch 2 Leute drin. Das ist gut. Hier brauchen wir jetzt niemanden drin, das ist okay. Wir hatten ja auch keinen Stein mehr. Wollen wir mal ihn reinsetzen? Ich setze mal hier ihn rein. Mach das mal so, dass wir einen Bauarbeiter haben und 2, die halt rumtragen. Hier kann einer wieder produzieren jetzt aus den 2 Sachen. Ein bisschen Werkzeug kann man ja auf Vorrat haben. Geht schon. Winterbeginn. Wenn wir da richtig im Winter sind, dann werde ich mal... Ach nee, ich wollte das ja noch mal. Ach, verdammt. Ich muss leider enttäuschen. Den hier müssen wir rausnehmen. Den nehmen wir gleich wieder raus. Ich will erstmal... Erstmal soll hinten das fertig sein. Na, jetzt geht jemand hin. Genau, jetzt baut jemand hoffentlich fertig. Da ist der Bär. Das ist wahrscheinlich der Bär, der dann hier gesichtet wurde. Ja, er kommt näher. Oh, er ist tot. Also ich freue mich nicht, wenn Bären tot sind. Also nicht falsch verstehen. Hä, wieso sind hier schon 4 Leute? Oh, das ist doch gar nicht fertig. Oh, okay. Okay. Winter. Okay, jetzt sind wir Winter. Ich speichere jetzt. Aktuell Spiel speichern. Das hier. Speichern. Zack. So. Gut. Jetzt haben wir natürlich wieder so den Stand, den wir vor uns hatten. Das ist jetzt fertig hier. Ich mache mal hier. Zack, zack. Zack, zack. Jetzt sollte das schön verteilt sein. Und hier drüben haben wir noch, Moment, die sollen auch fällen dürfen jetzt. Jäger haben wir jetzt natürlich auch ein mehr. 4. Ja. 4 können insgesamt Jäger sein. Jeder Hütte 2. Ne, 8 können es. Oh, 8 können das sogar. Krass. Na gut. Oh ja, zack. Habt ihr das gesehen? Das ist schon besser, also für unsere Hühnchen, ey, wir beschützen unsere Hühnchen. Wir können natürlich nochmal irgendwo ein Hühnergehege hinmachen. Vielleicht hier so. Man kann ja auch Brücken bauen, weil jetzt wird automatisch gespeichert. Das hätten wir vor uns gebraucht. Moment. Es gab auch Brücken. Über 7 Brücken musst du gehen. 7 dunkle Jahre überstehen. Hier so, wenn wir eine Brücke machen und hier drüben noch. Wäre das denn möglich? Wäre das denn möglich? Sieht schlecht aus. Es sieht schlecht aus für den Hühnerstall. Na gut. Wir hatten ja drüber nachgedacht, noch ein Haus zu bauen, ne? Hm. Das hier könnte man auch bald mal erweitern. Nicht unbedingt jetzt vielleicht. Obwohl doch, komm. Zack. Obwohl, nee, wir haben nicht genug Holz. Nee, ich lasse es. Ich reite mich nur rein. So, bei so einem Spiel muss man ganz sensibel vorgehen. Ganz sensibel. Wir gucken mal, mit welchen Lebensmittelmengen wir rausgehen. Ich hätte mir vielleicht aufschreiben sollen, mit welchen wir reingegangen sind. Ich glaube, zu 300 Obst, 1005 Gemüse, ne? Hier kriegt man natürlich jetzt was nach, hier auch. Ich denke, wir können uns leisten. Ich denke, wir können es uns leisten, noch ein Haus zu bauen. Ich denke, das ist okay. Es schneit, aber es bleibt nicht liegen. Wir gehen wahrscheinlich schon wieder gleich auf... Einer ist gestorben. Steinmetz erstarb bei einem Unfall. Nein, er ist gestorben. Ein Steinmetz ist gestorben.
trauen. Trotzdem sind zwei drin. Hä? Wie geht denn das? Ach, hat der automatisch nachgelegt, oder was? Der eine, der noch frei war? Okay. Wir haben das Feuer gar nicht gesehen. Oh. Obwohl. Ah, das Feuer schließt den hier nicht mit ein. Das ist natürlich schlecht, Freunde. Wisst ihr was? Wir schaffen das. Ich denke, wir stehen ganz gut da. Halt. Das ist zu riskant. Kleines Haus. Kleines Haus. Schneiderei. Na gut, ich lasse es mal machen. Und baue ich mal das Haus. Ich hoffe mal, dass das geht. Hier wird ja auch Fleisch produziert noch. Wir können natürlich nochmal ein Gehege machen. Die Frage ist halt wo. Wir können natürlich im Schutz der Jäger. Hier würde sich noch mal so ein kleines Gehege anbieten. Ne? Würde sich anbieten, noch mal so ein ganz kleines Gehege. Holz ist schon alles da. Es wird gerade alles rangeschafft. Wir haben natürlich keine Träger hier. Das haben wir hier auch zu wenig. Ich nehme meinen Jäger wieder weg. Ja, wir brauchen ein paar neue Leute jetzt. So langsam. Das ist ein Jäger? Ja, das ist ein Jäger, alles klar. Das ist ein Wolf. Ein Wolf. Drei insgesamt, ja. Nahrungsmittelreserven sind niedrig. Ist gar nicht wahr, da meint bestimmt das hier. Oh, jetzt wird es richtig weiß. Okay, jetzt wird anscheinend erst richtig Winter. Ist nicht so gut. Okay, hier, ja, das ist gleich fertig. Das wird gleich gebaut, das Haus. Jetzt kann es gebaut werden. Aber da ist noch ein Baum. Müsste denn ja eigentlich noch weg? Na gut, dann nicht. Ich widerspreche dem Spiel nicht. Das Spiel wird schon wissen, was es tut. Ich schaue mal hier noch in den Bauarbeiter rein. Das hier können wir natürlich auch dann freigeben. Jetzt wird es hochgezogen. Ich denke, wir können das gut verkraften. Wir haben gut Lebensmittel. Ich denke, das ist okay, wenn wir jetzt hier. Wir können einfach sagen, hier. So. Kartoffeln. Ne? Okay, wir können ja noch ein paar kleine Felder machen, hier hin oder so. Wir begradigen das und machen noch ein paar Felder hin. Das können wir ja machen. Winterende, super. Also, da kommt echt gut. Wir haben noch Fleisch und Fisch. Ich denke, das ist. Können wir uns leisten. Hier noch ein paar mehr Leute hinzuzuholen. Halt, ich will mal. Geh da rein, das ist doof. Ich will mal jemanden steuern. Bleib mal jetzt hier. Alter, jetzt geht da rein. Bleib so. Ha. Ja, haha. So, wartet. Ich möchte einen schönen Screenshot haben. Zack. Okay, du darfst weiterarbeiten. Ich würde sagen, jetzt geht er einfach, seine Schnauze voll. So, Haus ist fertig. Es wohnen auch spontan ein paar Leute drin. Hier ist hier überall wieder ein bisschen Platz. Die haben sich jetzt aufgeteilt. Und schon gibt es ein Kind. Und schon wurde ein Kind geboren. Können sie das gleich mal erweitern, da hätten wir dann. Fünfe ist hier drin. Reicht nicht, ja, nee, wir haben nicht genug Holz. Ist ja schlecht. Na gut, wir haben ein kleines neues Haus. Ich denke, das ist. Bär. Das ist ein Bär. Killt doch jemand den Bär, bitte. Der ist ziemlich dicht an unseren Hühnchen. Schnappt ihn euch! Danke. Brave Jägerin, super gemacht. Dann ist der nächste Bär. Da
kommt da schon ein Jäger hinzu. Der schnappt sich jetzt den Bären. Der Bär haut ab und keine Chance. Keine Chance. So, ich würde sagen, das war's erstmal für die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Na, also, bis dahin. Tschüss.